Letzten Sommer waren mein Team und ich für 8 Tage in der Türkei unterwegs. Und die Videos, die wir dort gedreht haben, die habt ihr schon gesehen. Heute zeigen wir euch aber, was alles hinter den Kulissen passiert ist. Bevor die Reise aber losgehen kann, muss mein Team erstmal zu uns finden. Also, hier ist der Türkei-Vlog 22 mit Aufnahmen, die wir euch nicht vorenthalten wollten. Meine Frau ist auch noch dabei. Entschuldigung, habe ich ganz vergessen. Zu diesem Zeitpunkt konnte Anna es nicht lassen, uns die Kamera ins Gesicht zu halten. Sally war noch nicht da, weswegen wir erstmal hinhalten mussten. Und, bist du bereit, eine Woche lang Rucksäcke zu schleppen? Yay! Ja? Yay! Da sind wir dabei. Das ist prima. Okay. Ab jetzt sind wir wieder alle vereint. Jetzt kann es nur besser werden. Ich hasse Fliegen. Ist das denn da? Ich sehe gern die Welt. Ich bin gern unterwegs und entdecke Neues, aber Fliegen ist für mich so. Ja. Aber jetzt sind wir endlich da. Und jetzt gehen wir gleich lecker essen, denn wir sind in Kayseri Mantı Pastırma. Ich freue mich schon drauf, auf den ganzen Knoblauch. Ihr auch? Freut ihr euch auf den ganzen Knoblauch? Yeah! Yeah. Oh, ich muss Mustafa begrüßen. Murat weiß es noch gar nicht, aber er wird in diesem Vlog auch Reiseführer sein und das fängt jetzt direkt schon an. Murat, du weißt es vielleicht noch nicht, aber du wirst Reiseführer in diesem Vlog. Ja. Also ich bin hier der Reiseführer in diesem Vlog und ich werde die Reise führen. Also folgt mir. Ich fahre in einem anderen Auto. Ich fahre, glaube ich, in einem anderen Auto. Warum? Weil es ziemlich voll ist. Und außerdem riecht es da drin wie ein Puma-Käfig. Du musst uns aber jetzt durchführen durch Türkei. Ja, also einmal schon. Ja, okay. Los geht's. Los. Ich sag gleich eins, wer dumm rumtut, fliegt gleich raus, du. Ich sag's euch ehrlich. Ja. So, herzlich willkommen bei Murats Traumreisen. Und damit diese Traumreise keine Albtraumreise wird, müssen wir uns an gewisse Regeln halten. So, der Präsident wird nicht beleidigt. Erstmal vorneweg. So. Dankeschön. So. Herzlich willkommen in der Türkei. Wir sind hier in Kayseri. Und zwar ist Kayseri sozusagen das Schwabenland der Türkei. Hier sind lauter geschäftstüchtige Menschen und hier ist auch das größte Industriegebiet der Türkei. Dankeschön. Ja. Schön, dass wir alle da sind. An was müssen wir uns halten? Ihr könnt eigentlich... Ja, ich freue mich ganz, ganz besonders... Achso, meine Frau ist auch noch dabei. Entschuldigung, habe ich ganz vergessen. Ich bin nur die Dekoration hier. Und wir machen jetzt eine ganz, ganz tolle Reise durch die Türkei, eigentlich quer durch. Wir werden verschiedene Produzenten besuchen und euch zeigen, wie verschiedene Dinge auch hergestellt werden. Die Menschen dahinter, die Menschen hinter den ganzen Produkten, hinter den ganzen Ideen, die wir haben. Und ja, es wird eine ganz, ganz tolle Reise und wir freuen uns richtig drauf. Ich bin Murat, ich bin der Reiseführer und ich werde, wie soll ich sagen, ja, ab und zu dabei sein. Ich wollte euch eigentlich was erzählen, aber ich bin so müde. Eigentlich wisst ihr das Wichtigste schon über Kayseri. Hier gibt's Mantı, hier gibt's Sucuk und hier gibt's Pastırma. Und es gibt Baklava. Baklava. Also erster Foodstop hier in Kayseri sind wir jetzt beim Grill. Und zwar hat es hier ganz viele Vorspeisen, zum Beispiel geschmorte Zwiebeln mit Sumak, dann haben wir einen Tomatensalat mit Walnüssen. Wir haben hier so einen Tomaten-Paprikasalat, Bal Kaimak natürlich.
Oh, und da sind noch geschmorter Knoblauch. Bitte alle essen, ja? Just saying. Also Kayseri ist für viele Speisen bekannt. Vor allem die Wurstwaren und die Fleischwaren. Und hier haben wir zum Beispiel Pastrami. Und zwar Pastrami, das ist, wie gesagt, ein Rinderschinken, richtig lecker. Der wird mit Boxhanklee umrandet. Das ist ein Trockenfleisch, richtig lecker. Und es schmeckt richtig würzig. Das ist der absolute Hammer. Dafür ist Kayseri sehr bekannt. Ich habe das mal mitgenommen. Ich habe das mal aus Kayseri nach Deutschland mitgenommen. Und dann haben sie es mir am Ding abgenommen, am Zoll. Ja, leider. Und in der Türkei ist es voll üblich, dass man mehrere Speisen auf Tellern hat und dass man alle von den gleichen Tellern isst. Also man hat zwar einen eigenen Teller, aber wie bei den Spaniern, die ganzen Tapas, ist in der Türkei wirklich so, wird alles aufgetischt und man greift dann einfach rein. Das ist so ein gesellschaftliches Essen, wie in der südlichen Region bekannt. In Italien genauso, in Spanien ganz extrem in den Tapas und bei den Türken in Mese. Das, so nennt sich das, Mese. Morgens 9:30 in Yozgat. Das Make-up stimmt noch nicht. Der Hunger ist noch nicht gestillt. Aber sind wir motiviert? Yay! Yay! Wir fahren jetzt zum Lavendelfeld und zeigen euch, wie wir Lavendel ernten, wie wir daraus Lavendelöl gewinnen und wie wir daraus unsere Kosmetik herstellen. Merhaba. Hoş bulduk. Ben Ayşe. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Kuladım. Şimdi iyiyiz. Kommt, wir gucken mal. Hier gibt es nämlich Rafting, also falls ihr mal hier Urlaub machen wollt. Urlaub hier in Yozgat ist auch ganz cool, denn da gibt es so eine Rafting-Welt mit so kleinen Zelten. Und da kann man was richtig Tolles erleben. Guckt euch das mal an hier. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Eyüp Çakır, Çekerek Belediye Başkanı. Saliha, merhaba. Evet, merhabalar. Guck mal, wie schön. Unser erster Stopp hier ist in Çekirdek, in Yozgat. Und zwar ist es die Provinz Yozgat, die klimatisch gesehen aber schon ein bisschen mehr ans Schwarze Meer erinnert. Und wir sind jetzt hier gerade an einer richtig historischen Wassermühle. Hier wird nämlich Mehl gemahlen. Und zwar ist es so ein Urweizen, den man hier noch anbaut. Der ist wirklich schon Jahrtausende alt. Und der ist ganz, ganz toll, weil er biologisch angebaut wird, nicht genmanipuliert wurde und einfach noch ganz natürlich ist. Und die Frauen da hinten, ihr seht sie wahrscheinlich schon im Hintergrund, die sind alle ganz traditionell angezogen. Und die haben ja auch so ein ganz, ganz tolles Siebverfahren erstellt für die Frauen, damit sie es einfach bei der Arbeit so ein bisschen einfacher haben, um Vollkornmehl herzustellen und um eben auch Mehl herzustellen, was ein bisschen weniger Vollkorn beinhaltet. Die machen jeden Tag 2 Tonnen Mehl. Die haben 35 Säcke, a 50 Kilo jeden Tag. Voll faszinierend, wie so eine Mühle einfach durch die Wasserkraft angetrieben wird. Einfach eine Wassermühle. Die machen hier Marmelade, die machen Honig, die stellen Kaimak her, die stellen wirklich alles her. Wir haben jetzt auch gleich so ein geniales Frühstück, das hatten wir jetzt gerade schon. Und ihr lernt jetzt hier gleich alle Menschen kennen, ist eine richtig tolle Gemeinde. Also kommt mit. Also ich muss sagen, Çekirdek gefällt mir richtig gut. Yozgat ist eine ganz, ganz tolle Provinz. Und hier hinter mir, da seht ihr ein großes Gebäude. Und zwar ist es das Bilimmerkezi. Das ist so ein Zentrum, wo man als Erwachsener und als Kind oder Teenager, wo wirklich jede Altersgruppe rein kann und was erleben kann. So ein Science-Labor sozusagen. Da gibt es ein bisschen Chemie, ein bisschen Physik, Wissenswertes. Und gerade wenn es draußen sehr, sehr heiß ist, ist es ja ganz gut, wenn man Indoor eben auch Beschäftigungen hat. Und das finde ich hier richtig gut. Und weiter da vorne, direkt da, über die Brüstung, sehe ich jetzt schon unser Lavendelfeld. Das sieht richtig toll aus. Komm, wir gehen mal auf den Aufsichtspunkt. Let's go!
Schneller, Tolga! Renn, 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 renn! Bin ich richtig in der Annahme, dass es auf der Insel keine Toilette hat? Ja. Okay. Gut. Wo kommen die Babyboote? Wo kommen die Babyboote her? Wo kommt? Weiß ich nicht, ich glaube, wir gehen jetzt zu denen. Seid ihr bereit fürs Lavendelfeld? Ja. Okay. Ihr seid so süß. Guck mal, wie süß die aussehen. Hoş bulduk, biz geldik. Ja, herzlich willkommen in Yozgat. Wir sind jetzt hier gerade auf einer Insel und zwar ist es die Lavendelinsel. Was wir hier genau machen, erfahrt ihr gleich. Jetzt gehen wir erstmal hoch. Kommt! Ja, wir sind jetzt hier, weil ich euch unsere neue Kosmetik vorstellen möchte. Da sind wir auf die Idee gekommen, weil wir uns gedacht haben, wir könnten doch unser Rosenöl, unser Rosenwasser verbinden mit unserem Olivenöl, was eben auch richtig toll für die Haut ist. Und haben dann gedacht, dass wir nicht nur Rose verwenden, sondern eben auch Orange. Huch, seht ihr, jetzt kommt ja schon der ganze Wind. Eben auch Orange und auch Lavendel. Und weil wir gerade hier in Yozgat sind, jetzt ist nämlich gerade August und die Lavendelzeit ist jetzt im vollen Gange, sind wir hier auf den Lavendelfeldern und werden gemeinsam jetzt erstmal Lavendel ernten, später destillieren und dann stellen wir unsere eigene Creme her. Und das zeige ich euch jetzt gleich. Woher weißt denn du das? Du bist erst 6 Jahre alt. Hast du schon Augenringe? Nein. Nein, aber Mama hat manchmal Augenringe. Mama, ist in jeder Hautcreme Spinne drin? Ja, in jeder Hautcreme ist Spinne drin. Und Frosch. Papa, Frosch kann nicht in der Hautcreme sein. Frosch ist nicht gut für die Haut. So, wir sind hier in Yozgat im Forstministerium und zwar, das ist ein Gebäude mitten im Wald und hier sind wir eingeladen worden zum Essen. Ja, jetzt sind wir in Aidenjök und zwar ist es in der Nähe von Yozgat. Dieser Ort hat 3000 Einwohner und ist bekannt für sein Kunsthandwerk. Und das hier ist das Kulturhaus in Aidenjök. Das heißt, es ist das Kulturhaus. Hier wird alles rund um die Region Yozgat wird hier gezeigt, die ganze Kultur, die ganze Kunst dahinter. Und jetzt gehen wir kurz rein und gucken mal kurz, was die Frauen alles herstellen und uns vorbereitet haben. Geht's euch gut? Ich filme hier, aber ist egal. Kein Problem, könnt ruhig schreien. So, steinreich ist ja was anderes, aber hier sind lauter Steine, die verschieden aussehen, verschiedene Mineralien sind, verschiedenes Gestein. Und ich habe da gar keine Ahnung, ich habe von Esoterik auch keine Ahnung, aber es gibt zum Beispiel grüne Steine, die sollen einen beruhigen. Meine Frau hat mir schon 2 um den Hals gehangen. Und dann gibt es noch die Steine, die lilanen Steine hier zum Beispiel, die sollen einen von negativer Energie fernhalten. Das heißt, ich habe jetzt für Güni extra einen Helm produzieren lassen, den ich ihnen aus der Türkei mitbringe. Guck mal, sieht auch cool aus. Wow. So, und die sind nicht mal teuer. Also wenn ich die vergleiche, was sie uns kosten, bis sie in Deutschland sind, ist echt der Wahnsinn. Aber echt cool, muss ich ehrlich sagen. Guck mal, das ist auch schön. Guck mal hier. Ist cool, was die Leute machen, gell? Mhm. Echt schön. Das ist echt auch eine schwere Arbeit. So, alle negativen Vibes gehen jetzt weg von dir. Ich sag's euch. Murat, wir machen ein neues Geschäftsmodell. Der Teenagerstein.
Das sage ich nicht wegen dir. Ich sag's nur wegen Teenager, die vielleicht einen Hormonüberfluss haben und die hormonell bedingt so ein bisschen die Eltern vielleicht ein bisschen nerven. Und dann kann man so einen Teenagerstein machen, der ja dann funktioniert. Ja, das ist ein Teenagerstein. Nein, der nicht, weil unser Kind ist nicht so. Okay. Aber es gibt ja Teenies, die sind ja so. Ja. Und dann Hormone regeln, negative Energie weg, genau. Erfolg. Und dann zack, Erfolgsrezept. Hier machen sie so ganze Pokale und Dekoartikel, aber die machen sie wirklich selber. Also das, was wir denken, das kommt immer aus Fernost, wird wirklich hier per Hand gemacht. Und zwar mit dem gleichen Werkzeug, wie du bei den Torten, bei den Motivtorten hast. Gucken, der ritzt das so rein. Und das ist dann nicht das, was verkauft wird, sondern daraus wird so eine Silikonmold erstellt. Und daraus werden dann die für die Massenproduktion gemacht. Also dann kann man quasi starten und das Ganze eben vervielfachen. Also die machen so Wahrzeichen, sei es Kunst oder wie auch immer, die machen sie plastisch hier. Und die werden dann in diesen ganzen Deko-Artikel-Läden verkauft. Damit die Touristen eben auch so ein bisschen ein Stück weit Geschichte mitbekommen. Genau. Das ist so, wenn ihr irgendwo. Wahnsinn, dass er ihn versteht und das übersetzt. Ja, ich kann das gut. Und das wird dann in die ganzen Touristenhochburgen dann in irgendwelchen Zelten und so verkauft. Sieht ja auch richtig cool aus. Mhm. Ja. Das ist richtig schön. Jetzt haben wir uns den ganzen Schmuck angeschaut. Richtig tolle Handarbeit, die sie dort machen. Einiges auch gekauft für uns und unsere Freunde. Und jetzt zeige ich euch, wie der Schmuck hergestellt wird. Ich habe einen Amethyst gefunden. Murat, den müssen wir am besten, der sorgt nämlich auch dafür, dass man gut schlafen kann und runterkommt, negative Energie los wird. Am besten nehmen wir den mit, den packe ich in dein Kopfkissen. Ja. Und das ist das, was sie hier in Aydınçık bei Yozgat abbauen. Das ist diese Mineralien, das ist ganz krass. Und die klopfen das da wirklich da raus und machen ihren Schmuck daraus. Aber das sehen wir jetzt da drin, oder? Ja. Ja, komm. Komm mit. Komm. Diese Steine machen wir innen drin. Das sieht richtig toll aus. Guck mal, was für ein geiler Stein. Guck mal das an. Oh. Das sind Mineralien. Wow. Soll ich mal dran lecken? Kannst du dran lecken? Weißt du, der guckt mir gerade die ganze Zeit zu. Ja, egal, mach trotzdem. Nachher denkt er, die Deutschen kommen her und lecken an unseren Steinen. Ja, und mach trotzdem. Mach ich jetzt auch. Komm, mach einfach. Es sieht keiner. Oh Gott, er hat's getan. Nicht salzig, ich hab's gesehen. Ja, ich hab's gesehen. Okay, let's go. Das ist die Nimet Abler und sie ist hier sozusagen die Direktorin von allem. Und wir haben uns jetzt gerade gemeinsam überlegt, dass ich mir einen Stein aussuchen darf und eine Kette herstelle und die verlose ich an euch. Putaschladern Setschür. Das ist der Erfolgsstein. Den gibt es dann für euch. Wunderbar, oh, Mama. Viel Erfolg. Geschickelasch. Heute wieder mit Schürze, aber nicht in der Küche. Ach, voll süß. Die sind so süß hier alle. Ich würde auch so gerne Schmuck selber machen. Für Raspberry vielleicht? Oder? Wäre doch schon schön. Also jetzt hier keine Sorge, der Steinschneider ist nicht scharf, deswegen darf ich mit den bloßen Fingern rein und wir schneiden das mit Öl, damit das Ganze nicht zu heiß wird und einfach geschmeidig durchgeht. Also, jetzt haben wir den einmal klein geschnitten und der wird jetzt schön poliert. Ich habe auch einen Stein gemacht, das ist schon ganz schön schwierig, weil es halt, sage ich mal, wie so ein Schleifstein ist und man kann sich da schon eigentlich verletzen, aber ich habe aufgepasst und die haben mir auch geholfen, die Frauen, die das hier machen und man unterschätzt es immer, wie schwierig oder wie leicht es ist, weil es ist schon ziemlich schwierig, den habe ich gemacht. Ella, das hast du super gemacht. Das haben wir. Und neues Mikrofonstativ. Und das haben die Frauen gemacht. Die sind ein bisschen erfahrener als ich. Und die machen dann auch wirklich bei diesem Schleifstein, sag ich mal, die machen halt die Nägel so nah dran und das ist schon ganz schön gefährlich, weil man kann sich da schon die Haut abrubbeln, sag ich mal, abschleifen. Ja, ja, und Dankeschön auch an Ella, an mein Stativ, an mein Mikrofonstativ. Gell? Sag mal was. Ich bin noch ein Mikrofonstativ. Ich kann das nicht sprechen. Ja.
Du Quatschkopf. So, Caro ist ja unsere Produktdesignerin und die haben wir extra wirklich auch mitgenommen, dass die Caro mal was anderes sieht und vor allem auch mal sieht, wie Sachen hergestellt und produziert werden. Und das Tolle an der Caro ist, dass du selber Schmuck machst, gell? Genau. Ja, ja, sie macht selber Schmuck und kennt sich eigentlich schon aus. Und sie ist zum ersten Mal hier oder nicht? Zum ersten Mal und sehr beeindruckt, also was hier alles gemacht wird und wie es gemacht wird mit sehr viel Handarbeit und ja, Zeit. Man lernt immer auf Reisen, nicht in Schulen, das ist das Wichtige. So reisen wir und haben dann einfach neue Impressionen, neue Ideen, die wir dann verwirklichen können. Richtig. Ja. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi çeşit derme işlemini yapıyoruz. Okay, da habe ich jetzt nur eine Chance. Muss jetzt passen. Jetzt kommt der Anhänger dran. Das Loch haben wir jetzt hier schön getrocknet. Jetzt schaue ich mal. Das muss natürlich noch gekürzt werden. Ja, so sieht's gut aus. Da Danke. Ist sie, meine Kette für euch. Danke. Ciocchi schekeredede. Ciocchi salop. Yaptığım ilk kolye. Richtig schön, evet. Take care, was hast du getan? Das ist ein Herzenstein für mich und meine Freundin. Oh, das ist aber lieb. Und du, Sami, was hast du gemacht? Ich habe das gemacht, das, das und das. Also eigentlich sollte es ein Anhänger werden, also so eine Kette und das auch. Aber die Maschine war es schon zu, deswegen konnte ich es. Oh, schade. Egal. Aber wir machen es daheim fertig, okay? Ja. Tolga? Ja? Was machst du da? Ich stehe mal ein bisschen. Machst du gerade die Kette? Ich habe nicht gefragt, ich darf. Sie hat es mir angeboten. Sie hat es dir angeboten? Mhm. Sicher? Ja. Ich habe einen zu viel gekauft. Das ist so lieb. Die Nimitabla schenkt jetzt jedem einen Stein. Anna, welchen möchtest du? Also auf Türkisch heißt Dankeschön, teşekkürler. Teşekkürler. Tamam, rica ederim. Bunu kameraya çekmek isterdim ama. Biz çektik. Çektiniz mi? Evet. Tamam, isterim o zaman. Wir hatten jetzt hier zwei Tage richtig anstrengenden Dreh auf dem Lavendelfeld mit unserem Team. Und das ganze Team hier vor Ort, die Frauen und Männer, die sind so lieb. Jetzt haben sie so ein richtig großes Abendessen gekocht. Eigentlich haben wir gesagt, es reicht auch Salat. Wir essen einfach nur Salat und Suppe und jetzt haben wir richtig schön Abend gegessen. Wir werden hier richtig bewirtet und sind ganz herzlich willkommen. Das ist richtig schön hier. Also falls ihr in Yozgat seid, wirklich kommt hier unbedingt mal her. Ist so schön hier. Jetzt gibt es gleich noch Nachtisch. Voilà. Das ist so süß gerade. Der Bürgermeister spricht gerade vorne mit Murat und er lobt die ganzen Frauen. Er sagt, die ganzen Frauen hier stemmen das alles und sorgen dafür, dass hier gearbeitet wird und die arbeiten und die verrichten die ganze Arbeit. Das ist richtig schön. Ich meine, der könnte sich jetzt auch einfach mit den Federn anderer schmücken, aber das macht er nicht. Der lobt seine Frauen hier alle. Biz de artık Yozgat bölgesine gittik. Tabii ki. İlk tarafımız Yozgat bölgesi. Allah yolunuzu açık etsin. Teşekkürler. Çok sağ olun. Tamam. Elinize sağlık. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Gerçekten çok güzel yapıyorsunuz buraları. İnşallah. Gerçi bizim için de böyle bir gurur duyucu bir şey. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Bayanlarla birlikte. Siz de bizim için gurur kaynağısınız. Avrupa'da bizi Türkleri çok güzel temsil ediyorsunuz. Teşekkürler. Allah yolunuzu açık etsin. Memleketinize olan bu bağlılığınız, buralarla olan diyaloğunuzun devam etmesi, bu da çok kıymetli. Memleketimizin insanı ürettik ya, bunu sattık ya, fakirlikten kurtulduk ya hepimiz için. Bir mutluluk kaynağı olacak. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Hier bekam auch jeder vom Team ein kleines Geschenk vom Bürgermeister, worüber wir uns alle gefreut haben. Ich hab den Fokus. Ich zieh noch meine Schärfe. Anna, ich zieh die Schärfe. Anna, Bin ich noch scharf? Immer. Und jetzt? Ich hab die Schäcke. Ich hab die Schäcke. Ich hab die Schäcke.
Evet. Hanımlar gelin bir toplu evet. fotoğraf alalım. Ela sen de gel. Hepiniz gelin. Ela gel. Okay, also, wie viel Gepäck wollen Sie? Ja. Also, Kosmetiktasche, Tasche für Schuhe, Tasche für die Overalls, Tasche für die Einteile. Nee, okay, komm, jeder von uns hat einen Koffer, wir sind ein Riesenteam, oder? Ich nehme mir zwei so mit. Ja, bitte. Wir sind hier gerade auf so einem Handwerksbazar. Das ist richtig schön. Da gibt es ganz tolle Sachen, die die Menschen hier selber machen. Guck mal, die Flaschen, Ella. Das können wir auch mal machen. Mama, die Federn. Ja. Guck dir die Wow. Guck mal, die Nüsse. Tschüssi. Hi. Ich glaube, ich brauche new sunglasses. I wear my sunglasses at night. Oh, so? Ein Partnerlook. Ja, schon. Ha? Die haben schon was. Sehr hippie. Ja, das ist richtig hippie. Okay, ich gehe jetzt Eis essen, Leute. Ich werde richtig hangry. Jetzt holen wir das beste Eis der Welt und dann die beste Waffel der Welt. Tabiki, Jess. Ich verstehe die Frage nicht. Er fragt mich gerade, ob ich Eis essen will und dann noch Waffel und in einer Stunde essen gehen will. Ich verstehe die Frage nicht. Oh, da ist ein Bär. Hallo, kleiner Bär. Schmeckt gut. Schmeckt wirklich gut. Ich habe Pistazie. Pistazie mit Himbeere, Schokoglasur und Haselnüsse. Mhm. Und jetzt gibt es noch eine Waffel. Kommt. Du stehst schon an, gell? Ja. Ich warte drauf. Ja? Hörst du mich? Ich höre dich. Ach so, ich warte hier an und esse ein Eis gleich. Aber isst du diesmal eine Waffel? Eine Waffel meine ich. Ich hole eine Waffel. Ja? Eine Waffel für alle. Okay. Mit Pistaziencreme, okay? Und Erdbeeren. Und Schokosoße. Und keine Ahnung. Ist übrigens einer der bekanntesten Waffelläden in Kadıköy. Ja, soll wirklich der bekannteste sein. Hier ist überall eine Schlange. Mir kommt es vor, als wären hier nur noch Instagramer und Facebooker und wie auch immer. Ich bin natürlich keiner. Ich stelle mich trotzdem an. Du bist doch nicht mal mit deinem Eisbären. Ich bin ja auch hier ein Foodblogger. Ich bin Foodblogger auf Mission. Da darf man alles probieren. Und Mahmoud macht schon ein Zeichen. Der sagt schon, isst ganz wenig, denn wir gehen jetzt essen. Wir gehen gleich ins Chia. Das ist Musa Usta und den hat man auch schon bei Netflix gesehen. Der hat dort bei Chef's Table mitgemacht und das soll richtig lecker sein. Da gehen wir hin, deswegen darf ich eigentlich nicht aufessen. Entschuldigung, das ist Was ist das jetzt
für eine Waffel, Murat? Nee, das ist mehr Schokolade, krokant. Und da war irgendwas drauf. Ich weiß nicht, was das ist. Warte mal ganz kurz. Boah. Hey, holt mal kurz das Ding. Hey, probiert das mal, bitte. Hey, Hammer. Also, ich will ja nichts sagen, aber wir haben das schönere Farbzusammenspiel. Da bist du nur beim Hinschauen bist schon dick. Das sind die Kirchglocken hier in Istanbul. Hier gibt es nämlich nicht nur Moscheen, sondern auch Kirchen, Synagogen. Hier sind alle Weltreligionen vereint und alle vertreten. That was just a dream. That was just a dream. Just a dream. Just a dream. A dream. A dream. Irgendetwas war ungewiss. Vor wenigen Minuten lief ich noch mit meinem Partner durch die Straßen der Stadt. Doch auf einmal verschwand er. Okay, wo sind die? Oh, der Tolga ist doch bestimmt hier. Also machte ich mich auf die Suche. Ich meine, ist er hier einfach dran vorbeigelaufen, der Tolga? Mir fiel auf, wie viele Katzen an diesem Ort lebten. Doch der kleine Mann, mein Ehemann, war nirgends aufzufinden. Okay, zugegeben, manchmal ließ ich mich auch von den süßen Lädchen ablenken. Oh. Ich war gerade am Aufgeben, als ich ihn sah. Er war gefangen im Schilderwald. Konya, Antalya, Trabzon, Çanakkale, Rize, Izmir. Guck mal. Istanbul, Istanbul, Istanbul. Die Tücher. Schatz, guck mal, die Tücher. Hallo. Schatz. Okay, dann suche ich einen anderen Schatz. Schatz, findest du das gut? Hast du Geld, Schatz? Nein, ich habe echt kein Geld. Ich schwör's dir. Jeder hat Geld, ich habe echt kein Geld. Dann hast du echt kein Geld? Dann lass auf, was machen wir jetzt? Dann lass aufhören zu stöbern. Ja. Lass essen gehen. Ja, lass was essen. Wir haben kein Geld mehr. Wir gehen jetzt was essen. Normalerweise wäre es jetzt schön, hier draußen auf der Straße zu essen. Aber da ist alles voll, deswegen gehen wir rein. Aber ist auch gut, da ist klimatisiert. Direkt vom Flugzeug sozusagen in die Großstadt Istanbul. Wir waren jetzt in Modar, Kadıköy und sind jetzt hier in Cia. Wir werden jetzt essen und deswegen heißt es für euch Kamera aus und uns guten Appetit abgerufen. Heute ist Tag 4 unserer Türkei-Reise und wir sind alle noch hoch motiviert und freuen uns jetzt aufs Abendessen. Denn ich muss sagen, das beste Essen auf der Welt, soweit ich es jetzt beurteilen kann, ist das türkische Essen. Komm, Anna, leg weg. Wir sind jetzt wohlgenährt, laufen noch ein bisschen durch die Stadt. Heute ist richtig viel los, denn heute ist ein Fußballspiel von Fenerbahçe. Ich habe schon zu Murat gesagt, lauf doch einfach durch die Stadt und sag, ich bin Galatasaray-Fan, aber dann werden wir verprügelt. Ich sag's euch, denn die türkischen Fußballfans, die sind schon ein bisschen fanatisch, muss man sagen. Gell? So. Da haben wir jetzt unser Team wieder eingeholt und ich finde Istanbul bei Nacht ist auch richtig schön. Einfach eine schöne Stadt. Und hier gibt es dann Joghurt mit Honig drauf. Ja, das hat die Caro gerade gesagt. Gibt es Joghurt mit Honig drauf, ist voll lecker. Yeah, bist du cool. Das ist halt schon Ellas Brille, ne? Können wir die blaue nehmen? Oh, ich habe aber kein türkisch Geld. Können wir die morgen kaufen? Nein. Doch, morgen sind wir auch noch mal unterwegs. Ja, die sind jetzt alle weg. Ganz schnell, Samira, geh jetzt rein.
Eigentlich hätte ich es nicht erlauben sollen, aber die sind so süß. Soll ich mir auch eine kaufen? Samira, zeig deine Brille, zeig deine Brille, zeig deine Brille. Zieh sie wow. Zeig. Dreh dich um, dreh dich um. Dreh dich um. Präsentier. Tadam. Danke schön, ja. Und jetzt Ella. Dreh dich um. Oh mein Gott. Murat hat natürlich wieder was zum Shoppen gefunden. Was hast du, Murat? Das ist so alte türkische Filme. Ich liebe das aus meiner Kindheit. Mama, können wir den Dollarschein in mein Zimmer hängen? Ella, hier nochmal auf YouTube. Ich nehme YouTube mit und das, aber Ella, ich kann doch keinen Dollarschein bei dir reinhängen. Doch, natürlich. Was willst du dann damit machen? Ich will es mir den ganzen Tag angucken. Angucken? Anglotzen. Anschauen, okay. Und dann? Willst du von einer reichen Zukunft träumen? Ja. Echt? Ja. Was ist mal dein Ziel in deinem Leben? Reich werden. Ich gucke Frida Kahlo an, dann kriege ich irgendwann eine Monobraue und du guckst die Dollarscheine an, dann wirst du irgendwann reich. Also bei mir ist es einfach, ich muss einfach aufhören zu zupfen. Ja, das Häschen legst du zurück, den Dollarschein kriegst du, okay? Guten Morgen aus der schönsten Stadt der Welt. Wir sind in Istanbul. Der hat uns gerade angehupt. Today's forecast, a lot of sunshine, blue skies, marine clouds. Just the perfect day to go outside and relax. Ja, und hier hinter uns ist ja die Brücke, die Bosporusbrücke. Und da gehen wir jetzt direkt frühstücken, im Lokma. Und zwar gibt es da verschiedene Frühstückscafés, aber wir haben uns jetzt das ausgesucht. Jetzt gucken wir mal, was es da für schönes Frühstück gibt. Guten Appetit, afiyet olsun. Afiyet olsun. Wir sind hier gerade mit Mahmud zusammen in Bebek. Hallo. Mahmud ist unser Reiseführer, Touristführer. Stimme. Touristikbeauftragter. Und wir laufen jetzt mit ihm durch Bebek, gehen später in eine Konditorei und erleben mit ihm gemeinsam ganz viel. Denn Mahmud wohnt in Istanbul, ihr kennt ihn ja schon aus unseren Olivenöl-Videos. Unser Mann fürs Olivenöl, natürlich. Und wir haben immer sehr viel Spaß zusammen. Demme? Wahnsinn. Ich schwöre Wahnsinn. Super cool. Schwöre Wahnsinn. Hadi bakalım. Yola çıkalım. Let's go. Das ist auf das Bild synchron. Also du nimmst dann die Audiospur, extrahierst sie vom Video und dann tust du quasi die Audiospur auf deine Videospur. Danke. Und das Synchronisieren hilft dir dabei, dass du den Punkt findest und jetzt nicht unbedingt Millimeter für Millimeter gucken musst. Frame für Frame. Genau, Anna, aber das lernst du im zweiten Ausbildungsjahr. Burası çok tarihi bir yer. Yaklaşık 500 senedir burada bir yaşam var. Bu karşıda gördüğünüz cami falan yeni ama onun altında çok tarihi bir askeri lise var. Onun yanındaki evler de en az 300 senelik evler ve birkaç tane de saray var. Bu bölge neden pahalı? Neden? Burada ortalama bir ev en küçük ve en eskisi 15 milyon dolardan başlıyor. Wow. 300 milyon dolara kadar çıkıyor bu saray kesimdeki evler. Almanlar için bile Läuft. Pahalı. Evet, ist sogar zu teuer für die Deutschen. Jetzt sind wir hier in der ältesten Konditorei Istanbuls. Die wurde 1923 gegründet, also genau in dem Jahr, in dem auch die Republik Türkei gegründet wurde. Also der Chef hier, der Patissier, der hat damals in Frankreich gelernt, bei ganz berühmten Konditoren, kam dann quasi in die Türkei wieder zurück, als die Türkei die Republik wurde und hat jetzt hier so mit seiner eigenen Handschrift die eigene türkisch-französische Konditorei entwickelt. Also Mann, Daniele, dann probieren wir mal. Also hier haben wir zum Beispiel einen San Sebastian Cheesecake, der kostet ein Stück 100 Lira und ein ganzer Kuchen 470 Lira.
5 Euro kostet ein Stück San Sebastian Cheesecake, ist schon Luxus hier für die Türkei. Ungefähr der Grundlohn in Türkei liegt bei ungefähr momentan bei 5000 türkische Lira. Und wenn ich überlege, dass so ein Kuchen fast 500 kostet, das ist ungefähr 10% eines Grundlohnes, was man hier für eine Torte bezahlt. Ja, das heißt, wenn jemand 3000 brutto verdient, kostet so ein Kuchen 300. Ja, boah, das ist heftig. Das ist heftig. Sieht schon alles verdammt gut aus, aber ist nichts für einen kleinen Geldbeutel. Ja. Also nehmen wir auch nur ein kleines Stück. Ja, wir nehmen einen Macaron für alle. Für alle, ja, einen. Dann teilen wir durch 16 einen Macaron. Danke, tschüss. Wahnsinn. Okay, also für euch haben wir uns gedacht, gönnen wir uns jetzt hier mal 4 Stück Kuchen. Wir haben einen San Sebastian Cheesecake, einen Macaron mit Erdbeeren, einen Raphael und ein Mini Pavlova. Das probieren wir jetzt hier mal. Und ich finde, allein die Aussicht lohnt sich halt schon. Also wenn ihr mal hier seid, dann trinkt gern auch einfach nur einen Eislatte oder einen Tee und genießt die Aussicht. Und probiert ein Stückchen Kuchen. Mach lieber mein Rezept. Aber geschmacklich gut. Aber falls ihr nicht nach Istanbul reisen könnt, macht gern mein Rezept. Wir schippern hier gerade auf dem Bosporus und zwar unten am Hafen kann man sich Boote mieten. Je nach Größe variieren die Preise zwischen 100 und 200 Euro. Wir sind jetzt mit dem Team hier auf dem Boot und schippern hier wirklich durch die Bosporus-Meerenge zwischen zwei Kontinenten. Auf der einen Seite der asiatische Teil von Istanbul und auf der anderen Seite der europäische Teil. Man sieht hier ganz, ganz viele tolle alte Häuser und auch geschichtsträchtige Bauten. Sieht echt ganz, ganz toll aus, aber es ist wirklich wunderschön. Wenn man Istanbul erleben möchte, dann muss man auf dem Bosporus mal drüber fahren mit dem Schiff. Man kann es auch günstiger machen, da gibt es viele Fähren, die hier durchfahren, die kosten dann teilweise nur 2-3 Euro, aber hier sind wir jetzt eine Community mit 13-14 Leuten auf dem Boot und können einfach das Land und auch das Wetter genießen. Okay, wir versuchen jetzt die Drohne mitten auf dem Bosporus zu starten. Vielleicht wird sie abgeschossen, vielleicht nicht. Vielleicht werde auch ich abgeschossen. Ich glaube, das funktioniert. Natürlich. Ich bin immer das klassische Mal halb voll. Natürlich funktioniert das. Außerdem ist die Anna Profi. Und es ist gerade so schön. Das Licht, die Sonne, die Stimmung. Oh, mir geht es auch wieder besser. Ich habe nämlich die letzten 5 Stunden auf dem Boden mich hingelegt, weil ich echt üble Darmprobleme hab. Ich sag's euch, wie es ist. Insta Life versus Real Life. Ich hab mich hingelegt. Es hat mich hingelegt. Aber jetzt geht's mir wieder besser. Ich kann nur vermutlich die nächsten 5 Tage nichts essen. Aber alles gut. Ich hab ein bisschen Real Talk gemacht. Okay, könnt ihr alle weggehen? Also wenn ihr Schüsse hört, dann versteckt euch sofort an Bord. Dann geht's sofort unter Deck, ja, wenn es schießt. Dann heißt's, wir sind Feinde. Ella, du versteckst dich dann, ja? Was sagt sie? Verstanden, keine GPS-Signal schwach. Sag mal, ja, Solana.
Macht nie mehr sowas mit mir. Anna, you did yeah, great. I did great. Leider schon unser letzter Abend in Istanbul. Morgen reisen wir wieder ab. Morgen geht's nach Esnik. Da werden wir neue Keramikflaschen herstellen. Und jetzt genießen wir unser hoffentlich richtig leckeres Essen hier direkt am Bosporus. Hinter uns Sonnenuntergang. Ich glaube, schöner kann es nicht werden. Hier in Istanbul. Du möchtest ins Trips drin. Okay. Ella möchte lieber ins Trips drin. An meinem Geburtstag. Gelassen. Ja, der hat mich vergessen im Auto. Oh, wir sind jetzt von Istanbul eine Stunde, neben der Dreiviertelstunde gefahren und sind jetzt hier an einem Frühstücksort. Wir haben meist eigentlich kein Frühstück im Hotel, weil wir gesagt haben, wir frühstücken unterwegs, weil wir echt früh aufstehen. Also so für euch vielleicht mal, weil alle denken in unseren Stories, sieht immer alles so voll idyllisch aus und wir haben voll die Reise. Also unsere Tage fangen morgens an zwischen 6 und 6.30 Uhr, bis ich dann nämlich geduscht und fertig bin. Und ich bin immer noch nicht geschminkt, weil es mir zu früh war. Kinder fertig, packen, dann gehen wir raus. Meist ist Checkout so um 8 Uhr im Hotel. Und dann fahren wir so 2-3 Stunden an die nächste Location. Unterwegs frühstücken wir. Dann wird den ganzen Tag gedreht, fotografiert, Videos, Reels, alles. Dann wird am Abend noch gegessen. Meistens dann auch erst abends spät, so um 8.30 Uhr, 9 Uhr. Bis wir dann wieder im Auto sind, im Hotel sind, an der nächsten Location sind, ist dann irgendwie so 23.30 Uhr. Das heißt, wir gehen mit 6 Stunden Schlaf meistens wieder on Tour. Yay! Aber es ist schön. Und dann versuchen die meisten im Auto zu schlafen. Oder wir Verrückten, Anna guckt dann immer schon Material durch, Vivi schneidet dann schon Reels, Tolga macht, Yvonne, alle sind kreativ, die können einfach nicht aufhören. Aber jetzt frühstücken wir, hier gibt's Menemen, das ist das türkische Rührei mit Tomate, richtig lecker. Und ich hoffe so sehr, es gibt Toast mit viel Käse. Komm Anna, wir gehen mal. Oh. Ella, zeig! Gamsis und Ella tanzen gleich. Und jetzt mal Mama und Gamse. Oh. Mutter und Tochter. Menemen ist da. Das ist türkisches Rührei mit Tomate. Und die hier machen nur Tomate rein. Keine Zwiebel, kein gar nichts, nur Tomate. Ich glaube, haben die da Käse rein? Nö. Tomate und Paprika. Probieren? Ich glaube auch, die haben es mit Käse gemacht. So gut. 1, 2, 3. Oh. Er zieht sich nicht. Ist halt kein Gazi-Käse. Wo fahren wir hin? Esnik. Esnik Keramikflaschenherstellung. Wuhu!
Saliha, wir sollten jetzt dann vielleicht anfangen zu dekorieren und nicht mit den Katzen spielen. Ich mach doch Requisite, die Katze ist auch Deko. Achso, meinst du, die bleibt die ganze Zeit im Background hocken, so wie Muffin? Ja, die bleibt bei mir. Nein, das klappt nur bei Muffin. Nein, die bleibt bei mir. Wir müssen da hinten der Arme ist doch sowas wie so eine Leiter. Und diese Tüte, da müssen wir noch grün. Oraya da istersen oturabiliriz. Applaus für Set. Woo! Great team. Applaus hier für die Atmosphäre, oder? Okay, Anfang haben wir gemacht. Gut. Ihr wisst ja, wir stellen ja seit 2 Jahren hier diese handgemachten Keramikflaschen hier in Isnik her. Und zwar sind die vom Design her richtig schön. Wir haben ganz viele tolle verschiedene Farben, von Rainbow über einfarbig, über Pinselmalerei bis hin zu diesen Streifen. Aber natürlich haben wir uns gedacht, wir möchten auch was Neues erschaffen. Deswegen haben wir uns jetzt eine neue Form überlegt. Eine schöne, runde, bauchige Form. Ach, ich könnte mir nichts Besseres vorstellen, hier eine Dreiviertelstunde zu warten. Geh, mein Spatz. Baby. Ich schwöre, ich habe auch gearbeitet. Ja. Ich schwöre es, ich habe auch gearbeitet. Ich habe nicht die ganze Zeit mit der Katze gekuschelt, wirklich. Oh mein Gott. Ich dachte, Mama bin ich eine Modelkatze. Aber ja, die übertreibt es halt. We just colliding and we keep on fighting, but we'll be okay, cause we got unconditional love. Sometimes we just crying, but we'll keep on trying. I know we'll be okay, cause we got unconditional. No, I don't wanna be mad on things you do. Sometimes I need what's best for me. Sometimes I need. Und dann wollte ich mich auch mal dran probieren. Das sagt Samira, macht es besser als ich. Das geht und mach ein bisschen so, okay? Soll ich machen? Ja, mach du bitte. Ha, lass mich raus. Sag jetzt mal, Jacki. Ja, was? Ich gebe auf. Samira kann das eh viel besser als ich. Ich mache mal ein paar Versuche hier, ja? Weißt du dir in den Zeh? Die weißt mir in den Zeh, ich kann so nicht arbeiten. Ja, wir müssen eh noch ein bisschen auf ein paar Rainbows warten, aber... Ja, ich übe schon mal. Ja, ja, ich weiß. Mein erster Versuch. Ich liebe die Rainbow-Flasche. Ich mache gleich noch eine.
Die Regenbogenflaschen sind fertig. Jetzt werde ich noch das Auge zeichnen. Und Samira und Ella wollen auch ein paar Flaschen malen. Deswegen mache ich hier ein bisschen Platz für die Mädels. Und ich glaube, da kommen richtig kreative Flaschen zustande. Aber die sind dann nur für uns. Denn alles andere wäre Kinderarbeit. Sozusagen. Machen wir natürlich nicht. Was, du willst die Laune aufhellen? Ja. Mit einem Witz des Tages? Ja. Okay, komm, hau raus. Okay. Trotzdem geht es mit seiner Oma spazieren. Da findet er einen 100 Lira Schein auf dem Boden. 100 Lira? Ach so, weil wir in der Türkei sind. Ah, okay. 100 Lira Schein auf dem Boden. Trotzdem fragt seine Oma, Oma, darf ich einen 100 Lira Schein vom Boden aufheben? Und dann sagt ein bisschen lauter, ich verstehe was nicht. Was auf der Straße liegt, darf man nicht aufheben. Dann gingen sie weiter. Dann fand er ein 200 Lira-Schein auf dem Boden. Mhm. Dann hat gefragt, Oma, darf ich denn 200 Lira-Schein vom Boden aufheben? Dann gingen sie weiter. Dann sah Fritzchen einen 300er Schein. 300er Schein? Stabil. 300er Schein auf dem Boden. Fritzchen fragt seine Oma, Oma, darf ich den 300 Lira Schein vom Boden aufheben? Sagt Fritzchen zu Oma, nein, was auf der Straße liegt, darf man nicht aufheben. Dann gehen sie weiter. Und dann fand er einen 400 Lira Schein auf dem Boden. Dann fragt Fritzchen seine Oma, Oma, darf ich den 100 Lira Schein vom Boden aufheben? Dann sagt Fritzchen zu Oma, nein, was auf der Straße liegt, darf ich nicht aufheben. Dann war eine Bananenschale auf dem Boden. Fritzchens Oma rutscht aus. Dann fragt Fritzchen. Ist sie dann hingefallen? Ja. Okay. Fritzchen zu Oma fragt. Fritzchen, kannst du den mir aufhelfen? Dann sagt Fritzchen zu seiner Oma, Oma, nein, was auf der Straße liegt, darf man nicht aufheben. Am besten waren die 300-400-Euro-Scheine. Ach, Ella, dass du dir so einen langen Witz merken kannst, ey. Das ist so cool. Und ich glaube, mit dem Witz des Abends verabschieden wir uns heute in den Feierabend. Das heißt Witz des Tages. Witz des Tages. Das war der Witz dran. Kennst du schon den Sekundenwitz? Schon vorbei. Ja. Ich glaube, das erste deutsche Fernsehen, das ARD, kommt von hier. Aus der Türkei. Mhm. Haben sie Deutschen von den Türken geklaut, gell? Wie immer. Wie immer. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, im Vlog werde ich hier auch ganz ehrlich sagen, Nasalköhe braucht ihr nicht besuchen. Also ich glaube, wir frühstücken jetzt kurz und dann gehen wir in das Atelier. Ich habe es schon kurz gesehen. So eine ganz mini kleine Hütte. Kann man sich sparen. Ich glaube, wenn man irgendwo hingeht, dann lieber nach Alaçatı. Da ist es schön, Izmir ist schön, wunderschön. Aber Nasalköy, also wisst ihr, ich will euch dann auch nicht was erzählen, was nicht ist. Weil ich meine, wenn ich mich jetzt da hinten umgucke, da ist halt Müllberg, alles kaputt. Und deswegen, ja. Er hat eben gesagt, wir können am Fluss frühstücken, voll romantisch. Da kann man so die Füße ins Wasser strecken und die Tische stehen im Wasser. Ja, ich zeig's euch mal kurz hier. Das erste Mal muss ich echt sagen, dass mein Ort in der Türkei nett gefällt. Aber ich wusste es vorher schon. Gehen wir frühstücken? Ja, ich weiß nicht, wo die sind. Ich glaube, die sind hinter mir vorbei. Ja. Warte.
Und Murat, wie ist das Frühstück hier? Super. Hast du das gesehen, meine Skills hier? Habt ihr gesehen, wie ich den Fokus gezogen habe? Von oben nach unten. Vom Hintergrund zum Vordergrund. She goes her own way, like they don't give a damn girl. And my God, she owns it. Sonra bize geliyor, biz doğumları örüyoruz. Örüm, 54 yaşındayım. Kendi atölyemizde. If you seen her, I know that you would believe it. Cause I know that you'd want her to. Yeah, I do. Everyone's taking their shot. Das Problem ist, deine Kinder sind einfach zu talentiert. Ja, I know. Aber ich finde es immer wichtig, dass man seine Kinder bestärkt in allem, was sie können. Und dass man sie auch in Dingen bestärkt, die sie vielleicht noch nicht können, aber dort ihre Stärken ausbauen können. Ich finde es auch einfach wichtig und auch zu Hause. Lasst eure Kinder einfach mal werkeln und lasst sie machen. Schafft ihnen halt einen Ort, an dem sie auch mal Sauerei machen dürfen. Das ist bei uns zum Beispiel die Garage, da darf sie malen. Natürlich räumt sie danach wieder auf, aber mein Gott, wenn da mal was schmutzig wird oder mal was kaputt geht, dann ist es halt so. So eine kleine kreative Ecke im Haus oder draußen auf der Straße. Geht in den Wald, malt, bastelt, macht's einfach. Und zum Beispiel, man kann sich selber eine Tierbank bauen oder da drauf malen. So. Aber nicht jeder hat halt Platz dafür. Aber man kann ja immer auch ins Freie gehen und künstlerisch kreativ tätig werden. Ja, Tolga, wo sind wir denn jetzt? Weil es alle gerade so busy. Wir sind gerade jetzt in Alachate. Vorher waren wir in Nazarkö und hier haben wir einmal komplett die ganze Stadt. So schön. Florida. Sind alle da. Original ist hübscher, ja. Okay, also muss ich jetzt irgendwas dran ändern, oder? Ja. Vielleicht brauchen wir doch eine Oberbeleuchtung. Okay, ich. Entschuldigung, ist die Sally aus YouTube? Die ist aus YouTube rausgesprungen, Murat. Ja, nur wenn es sich nicht einhängt. Nein. Vielen lieben Dank. Wow, perfekt. Danke euch. Schönen Urlaub. So. Wir sind hier in der Türkei und hier ist wahnsinnig cool. Ja, in Deutschland, in der Türkei ist es halt wegen anders. So, das Ding sieht aus. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hey, ich hab gedacht, das wäre ein Altpapiercontainer. Aber es ist ein Auto. Habt ihr schon so ein Auto gesehen? Was nicht passt, wird passend gemacht, würde ich sagen. Also, dann gehen wir weiter. Komm. Ich bin ja schon froh, dass die aus Stein sind, gell? Ich bin ja froh, dass die aus Stein sind. Ich bin komplett verstört. Okay, sagt ihr mir, wenn nicht irgendwas kommt, wo ich... Kommt! Entschuldigung, sind Sie der Murat oder Tony Stark? Nee, ich bin Minion. Danny DeVito. Wer? Danny DeVito. Ich wollte noch was übersetzen. Schatzlade Kappe, heute mimisch in Schatz.
Çatlı de Kapı heißt. Die Tür ist gerissen. Hadje ist eigentlich jemand, der mal auf Mekka war, also auf der Mekka-Reise, ein Heiliger. Lass uns kurz schnell weggehen, ich habe einen fahren lassen. Und Memisch sagen wir eigentlich zur Brust. Baustelle. Die Tür ist gerissen. Der, wie sagt man denn da? Schnell, der die Luft brennt, die Luft brennt. Der Religiöse war auf Mekka, Memisch. Brust. Baustelle. Okay, und was soll es jetzt heißen? Also ich sag was doch. Sagen die damit? Auf Deutsch. Das ist der Firmenname. Schnell, lass uns kommen, wir haben es gemerkt, sie haben es gemerkt. Du liefst nicht, gell? Nein. Okay, wir wollten gerade das Ende machen. Wir haben gerade voll ausgeleuchtet hier. Und jetzt haben wir einfach Stromausfall in Alachate. Aber naja, was soll's? Letzter Abend in der Türkei mit unserem Team und ich muss sagen, es war für mich bisher die schönste Türkei-Reise. Wir haben so viel erlebt in so kurzer Zeit, es war total familiär. Mein Team hat gepasst, die Kinder waren dabei, Murat war dabei. Es war alles einfach wunderschön und wir konnten euch so ein bisschen die Türkei zeigen, ganz viele verschiedene Orte zeigen und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich freue mich schon wieder auf unsere nächste Türkei-Reise. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was euch hier in der Türkei am besten gefallen hat, welcher Ort am schönsten war. Ich kann nur eins sagen, weil wir auch gerade hier sind, Alachate ist wirklich ein Besuch wert. Hier gibt es ganz, ganz viele tolle kleine Hotels. Ein richtig schöner Ort. Ist natürlich ein bisschen voll, aber ihr könnt ja auch ein bisschen außerhalb der Saison kommen. Es ist einfach wunderschön. Die Menschen sind total positiv. Es gibt richtig leckeres Essen. Eine ganz tolle Atmosphäre und es ist einfach wunderbar. Ich liebe die Türkei einfach und ich hoffe, ihr auch. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Hinten läuft gerade Tarkan, da muss ich jetzt hin und eine Runde abdancen. Es reicht. Tschüss. Ich bin gerade am Arbeiten. Wie heißt denn dieser Effekt, wenn das immer so weiter reinzoomt? So. Warte, sie geht kurz wieder, da kann ich was erzählen, weißt. Ich dachte, du weißt das alles. Was ich vorhin über Kayser erzählt habe, wusste ich alles. Alle, die Probleme mit der Verdauung haben, bitte einmal trinken. Was ist das Rehan? Rehan ist, guck mal. Erdbeer-Basilikum. Ja, komm. Komm, da passiert nichts. Ich nehme dich. Ich muss gar nicht, dass ich diese Sprache kann. Ich habe überlegt, ob ich jetzt noch weiter moderiere, um die Wartezeit zu überbrücken, die mein Netz hier braucht. Aber es ist sinnlos, weil es lädt nicht. Du, ich filme so lange Nasen. Mich? Warum mich? Da gibt es so einen Film, kannst du bei Netflix haben angeschaut. Echt? Ah, ja? Haben wir denn geguckt? Ach, das wird geschlafen. So. Okay, auf. Ach, Anna. Na, Sanchika. Ich hab die Zange kaputt gemacht. Oh, das ist Siris dritte Schwester. Aber Ella, wie viele Schwestern hat Siri denn? Ja. Wir haben jetzt drei gesehen. Wie sie da so ganz alleine sitzt. Und vier Desserts hat. Und vier Desserts hat, ja. Ich erwarte noch drei. Ach ja, wen? Anna, Tore, immer. Ich habe heute so richtige Schlappen an. Richtige Terlik. Seine Hose ist gerissen. Aber egal. Man sieht's nicht. Dann habe ich nichts gesagt. Instagram versus Real Life. Ja, wir warten aufs Team. Ja, wir warten auf alle. Auf alle? Ja. Vivi und ich sind hier. Caro warten wir, weil sie wieder Schmuck gesehen hat.
So? Ja, warte, du musst... Ja, genau. Und tschüss.